Hi, schaut mal. Eufloripa heißt Hallo oder Guten Tag, Florianopolis. Guten Morgen allerseits. So, der erste Tag in Floripa fängt jetzt an. Mein Plan ist, hier einen Berg zu erkunden. Und alle Einheimischen sagen zu mir, ich soll mir hier einen Guide nehmen und man kann hier nicht so einfach so rumlaufen. Ich versuch's einfach. Aber vorher gehe ich noch in den Supermarkt und hole mir ein Getränk, weil mein Handy-Akku lädt noch und ganz ohne Maps.me will ich da lieber nicht losgehen. Wegen der ganzen Warnungen, die ich hier bekommen habe. Also, ich nehme euch jetzt erstmal mit in den Supermarkt. So, erstmal geht es nach rechts und hier muss der gleich um die Ecke sein. Wundert euch übrigens nicht, dass ich hier in Brasilien einfach so mit der großen Kamera rumlaufe. Das ist eigentlich nicht üblich, denn die Gefahr ist hier sehr groß, überfallen zu werden. Aber hier Florianopolis ist der sicherste Ort hier in Brasilien. Also bin ich mal mutig. Da hinten ist übrigens auch noch ein Supermarkt. Dieses blaue Gebäude. Aber ich nehme mal hier den hier vorne. Da hinten ist der Berg, auf den ich heute klettern will. 245 Meter hoch. Wundert euch übrigens nicht, dass ich meinen Arm heute nicht so hoch bekomme. Ich bin gestern Bus gefahren, 1,5 Stunden. Und der fährt halt so krass, dass ich mich so stark festhalten musste und heute so sehr Muskelkater habe, dass ich meinen Arm nicht mehr hoch bekomme. Schaut mal, das Spülmittel sieht hier aus wie in Deutschland irgendwelche Getränke.
Sebastian. No. Legala. So, jetzt gehen wir wieder zurück in mein Airbnb. Dann wird die Tasche gepackt. Ich hoffe, dass mein Handy inzwischen etwas voller geladen ist. Und auf geht's. Hier Florianópolis ist übrigens die Hauptstadt vom brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina. Das liegt im Süden von Brasilien. Und Florianópolis ist eine Insel. Auf dem Weg vom Flughafen hierher haben wir viele Mangroven gesehen. Das ist hier praktisch die Insel der Mangroven. Hier ist die Bank, wo ich mit meiner Kreditkarte von DKB kostenlos Geld bekomme. Banco de Brasil. Und da ist das Airbnb dort oben. Wohne ich. Jetzt suche ich mir erstmal den Weg zum Strand. Ich laufe hier immer noch auf der Hauptstraße entlang und irgendwann muss ich rechts abbiegen. Ich hoffe nicht, dass ich die Einfahrt verfehle. Wie man sehen kann, ist es ein reiner Touristenort. Hier waren wir gestern Abend essen. Schaut mal da hinten. Da sieht man die Sanddünen, wovon ich vorhin erzählt habe. Genau dort, wo der Berg zu Ende ist, da sind die Dünen. Da wollte ich morgen mal hingehen. Jetzt bin ich hier so ziemlich am Ende des Strandes von Florianópolis angelangt. Und seht ihr diese neuen Hotels hier alle? Es ist hier verboten, höher zu bauen als bis zur dritten Etage. Darum gibt es hier diese riesigen Hotelbunker nicht. Finde ich gut. Jetzt ist hier allerdings Low Season, also Nebensaison. Und darum sind hier nicht so viele Leute. Im Sommer, also von Dezember, Januar, Februar, wenn hier High Season ist, da ist hier alles voll. Schaut mal, hier kommt das Wasser aus den Mangroven und dann fließt es direkt hier ins Meer hinein. Das war die Stelle, wo wir vorhin lang gegangen sind und wo das braune Wasser direkt ins Meer geflossen ist. Und hier sind ganz viele kleine Fische. Sieht man die? Ich hoffe, man sieht die. Das ist ganz warm, das Wasser. Hier überall sind ganz kleine Fische. Das ist ganz schwierig. Man kann hier gar nicht stehen. Sobald man eine Minute länger auf der Stelle stehen bleibt, kracht der Boden unter einen weg wie ein Sumpf.
aber die Vögel zwitschern hier voll schön. Viele, viele kleine Fische. Seht ihr, wie dunkel das Wasser hier ist? So, jetzt bin ich hier angekommen und habe gerade so meine Probleme. Man erwartet immer irgendwie was, aber es ist halt nicht wie in Deutschland. Das ist wirklich Urwald hier hinter mir. Es gibt keine Wege, die Pflanzen sind ganz ursprünglich gewachsen, wie sie wollten. Und ja, ich finde einfach keinen Weg, dort mal hochzuwandern. Aber ich suche weiter. Jetzt habe ich hier mitten in den Felsen irgendwelche Wegweiser gefunden, die hier irgendwie Wege auszeichnen. Schaut mal. Ich habe nur keine Schuhe an und will nicht auf eine Schlange treten oder auf einen Skorpion. Es scheint, ich habe einen Weg gefunden. Hier zwischen den Felsen geht's entlang. Ist gerade irgendwas gekrabbelt. Kaktusfeigen. Also man muss schon aufpassen, wo man hintritt. Ich habe leider nur Flipflops an. Und es raschelt aus den Gebüschen hier. Da geht's weiter. Scheint wirklich ein Weg zu sein. Denn hier ist ein Seil, wo man sich festhalten kann. Oh, ihr müsstet mal riechen, wie es hier duftet. Nicht nach Blüten, sondern einfach nach Pflanzen. Und alles ist so dicht bewachsen. Vielleicht wäre es besser gewesen, ich wäre auf die Idee gekommen, meine Trekkingschuhe anzuziehen.
Boah, hier ist wieder heiß. So, da lang oder da lang? Aber da ich nach oben wollte, versuche ich es mal mit diesem Weg. So, jetzt bin ich hier oben angekommen. Allerdings ist hier nichts weiter außer Regenwald oder wie man es nennen will. Ich höre total viele Dschungelgeräusche, Grillen und Vögel und andere Sachen. Bin elendig verschwitzt, weil es einfach ein schneller Anstieg war und ein komischer Wanderweg, also eigentlich gar kein Wanderweg. Ich habe mich hier durch den Urwald geschlagen, in der Hoffnung, dass mir nicht von oben eine Schlange auf den Kopf fällt oder ein Affe in die Haare springt. Ja, jetzt bin ich hier oben. Das Meer ist immer noch sehr laut zu hören. Und ja, jetzt mache ich erstmal eine kleine Pause, trink was. Und dann gucke ich, wie ich hier wieder runterkomme. Kann man sich schön an den Lianen festhalten. Die wachsen hier überall. Oh, hier ist gerade ein riesiger blauer Schmetterling lang geflogen. Der hatte wahrscheinlich eine Spannweite von 10 cm. Ah, das Meer kommt näher, es wird lauter. Gar nicht so einfach mit Flipflops, die Wanderwege hier in Brasilien. Ja, ich bin wieder in der Zivilisation angekommen. Ein Weg. Wow! Also, Fazit der Wanderung. Lasst euch nicht
von Einheimischen abhalten, eure Abenteuer zu erleben. Ich würde mich beraten lassen und auf mein Gefühl vertrauen. Und dann passt das schon. Ist das nicht ein schöner Ort für Outro-Time? Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal.